Lieben, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video für euch im Juni 2021. Ich war ein bisschen länger abwesend auf YouTube, habe mich mehr auf die Readings und die persönliche Arbeit fokussiert. Doch seit einigen Tagen, ja eigentlich auch Wochen, drängen die Engel mich, ein neues Video für euch zu machen. Heute früh bin ich aufgewacht und die Engel haben mich gebeten, folgendes Video für euch zu machen, welches ihr schon seit, ja, muss ich sagen, einigen Jahren gerne haben wolltet. Vor 7 Jahren habe ich in Costa Rica mein Bist du eine inkarnierte Göttin Video gedreht. Dieses Video fand einen sehr großen Anklang und seitdem habt ihr mich immer und immer wieder gebeten, ein Update zu diesem Video zu drehen. Dies mache ich nun heute. Heute kommt also mein Update. Bist du eine inkarnierte Göttin? Was sind inkarnierte Göttinnen? Warum sind inkarnierte Göttinnen hier? Was sind ihre Missionen? Video. Ich habe auf Instagram viele Fragen von euch erhalten über inkarnierte Göttinnen. Die werde ich gleich im zweiten Teil des Videos für euch beantworten. Zuallererst gehen wir nochmal darauf ein, was sind inkarnierte Göttinnen? Hierfür müssen wir auf die Seelenarten zu sprechen kommen. Darüber habe ich intensiver in meinem YouTube-Video Seelenarten gesprochen. Es gibt verschiedene Seelenarten. Natürlich werden alle Seelen aus dem Licht geboren, aus der Quelle von Gott, Göttin erschaffen. Seelenart als andere Seelenarten. Wie gesagt, eigentlich kommen alle Seelen aus dem Licht. Bei inkarnierten Göttinnen ist es jedoch so, dass sie von der Göttin, der großen Göttin, der großen Mutter, dem kosmischen Wesen der Göttin abstammen. Die große Mutter, die große Göttin hat unzählige Teile von sich abgespalten und das sind die inkarnierten Göttinnen. Diese abgespaltenen Teile der großen Göttin sind inkarnierte Göttinnen. Ich muss sagen, ich rede in diesem Video nicht über die Göttinnen, die wir auf dem Planeten Erde im Götterpantheon kennen, aus der Antike, wie zum Beispiel die griechischen Göttinnen, die römischen Göttinnen. Es geht nicht um die antiken Göttinnen. Das sind wirklich auch Personen von anderen Sternensystemen gewesen, die hier inkarniert sind. Und weil es so außergewöhnliche Starseeds gewesen sind, haben die Menschen sie als Götter aus dem Himmel in Erinnerung. Ich spreche von der Seelenart der inkarnierten Göttinnen, die direkt aus der großen Mutter kommen. Die Großmutter, die große Göttin, hat diese Seelenart von sich abgetrennt. Jemand hat mich gefragt vorhin in den Fragen, ob es auch inkarnierte Götter gibt. Ja, gibt es. Wenn Gott, das Urwesen Gott, die Quelle, direkt Teile von sich abtrennt und in jemanden hineingibt, in einen Körper, sind das inkarnierte Götter. Das kommt nicht so oft vor. Die meisten Seelen kommen aus der Quelle, aus dem Licht, werden von Gott, Göttin gemeinsam erschaffen. Die inkarnierten Engel werden aus dem Herzen Gottes geboren. Woher weiß ich das alles? Nun, ich habe es hellsichtig gesehen, immer und immer wieder. Sowohl in den Lichtwelten als auch in diesem Leben als Seherin und Channel-Medium. Nun wissen wir also, was inkarnierte Göttinnen sind. Inkarnierte Göttinnen sind abgetrennte Seelenanteile der großen Göttin, der großen Mutter. Und somit verkörpern diese inkarnierten Göttinnen verschiedene wunderschöne Aspekte dieser großen Mutter. Warum sind inkarnierte Göttinnen auf dem Planeten Erde oder auf anderen Planeten? Inkarnierte Göttinnen bringen ganz andere Energien, Gaben, Talente, ganz anderes Wissen, ganz andere Verhaltensweisen mit sich als zum Beispiel Sternenseelen, Starseeds, als zum Beispiel inkarnierte Engel, als zum Beispiel Human Souls, menschliche Seelen. Und ich könnte das jetzt noch ewig weiterführen, aber das sind so die Hauptseelenarten, um die es sich in der Lichtfamilie, die auf der Erde inkarniert ist, dreht. Inkarnierte Sternenseelen, inkarnierte Göttinnen, inkarnierte Götter, inkarnierte Engel
und der größte Teil der Bevölkerung auf diesem Planeten sind Human Souls, menschliche Seelen. Dazu gehört die Lichtfamilie, die hier inkarniert ist, die 144.000 aber nicht. Die kommen von woanders, aus anderen Sternensystemen, sind unter anderem inkarnierte Engel, Götter oder Göttinnen. Woran merkt man, dass man eine inkarnierte Göttin ist? Ich kann es an meinem eigenen Beispiel gerne darlegen und darstellen. Vor einigen Jahren ist meine Sternenseele für einige Jahre aufgestiegen und ich habe mich in dieser Zeit sehr verändert. In dieser Zeit hat sich mein Göttinnenanteil, meine Göttinnenseele sehr stark ausgeprägt und ist eigentlich mittlerweile nach diesen 2 Jahren zu 100% aktiv. Das sieht man an meinem Körper. Meine Körperform ist anders, fülliger. Man sieht es an meinem Gesicht, das ist fülliger. Man hört es an meiner Stimme. Auch ist meine Stimmfarbe und meine Charakteristik ganz anders, als wenn meine Sternenseele, die ihr so ja gut unter Laila Santini kennt, aktiv ist. Meine Sternseele ist aber wirklich Anfang 2019 hochgegangen. Das war die Zeit, wo ich so lange ausgesetzt habe, weil da meine Sternseele zurückgegangen ist auf die Schiffe nach oben. Meine Sternseele war jahrelang weg. In der Zeit hat sich meine Göttinseele sehr stark ausgebreitet. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, der Unterschied zwischen zum Beispiel Sternenseelen und Göttinenseelen ist, Sternenseelen und Starseeds sind viel vielleicht positiv härter, positiv strikter, sie sind positiv militärischer, die können sich besser durchsetzen, sind autoritärer, haben auch oftmals eine sehr männliche Energie. Das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Bei inkarnierten Göttinnen ist das ganz anders. Die sind ruhiger, introvertierter, sanfter, lieblicher, femininer und sie haben eine ganz andere Energie und Vorlieben. Bei meiner Sternseele ist das zum Beispiel so gewesen. In dieser Zeit war ich sehr schlank, sehr durchtrainiert, habe nur Rohkost gegessen, war sehr outgoing, war sehr viel draußen und hatte sehr viele männliche, autoritäre, teilweise positiv aggressive Energien in mir. Was daran liegt, ist meine Sternseele oben auf den Lichtschiffen einfach ja, krasse Aufgaben oder Missionen hat. Meine Göttinseele hat andere Missionen. Bei meiner Göttinseele ist das so, und ich gebe es das Beispiel an mir, und das trifft auf alle inkarnierten Göttinnen so. In dem Moment, wo die Sternseele weg war, habe ich bestimmt im Laufe eines Jahres so 13, 15 Kilo zugenommen, ohne besonders was dafür getan zu haben. Die Göttinseelen sind meistens weiblicher, was viele inkarnierte Göttinnen stört, aufgrund des heutigen Schönheitsideals. Aber man kann nichts dagegen machen, es liegt in der Seele. Immer wenn meine Sternseele kurz zurückkommt für einige Tage, wirke ich schlanker und werde ich auch schlanker. Ich habe keinen Einfluss darauf, egal was ich esse. Meine Göttinnenseele mag auch mehr erdiges Essen. Kartoffeln, gekochtes Essen. In dem Jahr, wo meine Göttinnenseele zurückkam, habe ich so viel Gekochtes gegessen wie seit 10 Jahren nicht. Ist meine Sternseele aktiv? Rohkost, fast nichts zu essen. So kann man das sagen. Auch sind Göttinnenseelen sehr feminin und sehr weiblich. Wenn meine Göttinnenseele aktiv ist, fallen mir Dinge wie Beauty, Hair, Make-up, Mode, Fashion viel leichter. Meiner Sternseele ist es gelinde gesagt alles wurscht, das ist ihr sogar lästig. Sie engagiert dann lieber Leute, die das für sie machen. Es gibt also starke und herbe Unterschiede. Jeder von diesen wundervollen Seelen hat wichtige Missionen, die er durchzuführen hat. Bei den Göttinnen gibt es Unterschiede bei den inkarnierten Göttinnen. Es gibt inkarnierte Göttinnen, die bringen Liebe, Romantik, Sexualität in Form von Tantra. Die bringen Sexualenergie auf die Erde, indem sie zum Beispiel mit ihren Seelengefährten, mit ihren Dualseelen, mit Mitgliedern der Soul Family, physisch oder astral, Liebe machen, um so die Sexenergien in die Ley Lines, in den Planeten zu geben, um dem Planeten Heilung zu schenken. Starseeds machen andere Missionen, um den Planeten Erde zu retten und zu helfen. Auf jeden Fall möchte ich nun gerne eure Fragen zu inkarnierten Göttinnen beantworten, die ihr mir via Instagram geschickt habt. Nun zu euren Fragen. Mike hat gefragt, welche Merkmale, Energien haben Göttinnen? Göttinnen sind sehr weiblich, sie sind sanfter, sie gehen nicht auf Konfrontationskurs, sie sind wirklich sanfter, femininer,
introvertierter und lieblicher von der Energie. Welche Ausstrahlung haben sie? Sie haben schon eine sehr sanfte, weibliche, liebliche, feminine, entspannte, harmonische Energie, während Starseeds eher auch oftmals so eine Stressenergie verbreiten und auch eine Energie von großen Aktionen. Was sind die Hürden, die eine Göttin auf Erden bewerkstelligen müssen? Definitiv der Alltag. Dieser Alltag, dieser Systemalltag auf der Erde ist eigentlich nicht für Göttin geschaffen, weil Göttin können nicht schnell durch die Gegend hetzen, sie können nicht auf Knopfdruck funktionieren, das ist auch gar nicht ihre Mission. Für inkarnierte Göttin ist es besser, selbstständig zu sein, von zu Hause aus zu arbeiten, sich ihren Job selber zu gestalten und auch wirklich aus ihrem Space zu arbeiten. Ich muss das sagen, wenn meine Göttinseele aktiv ist, bin ich lieber zu Hause, ich mache die Fenster zu, ich kann wochenlang zu Hause im Garten auf der Terrasse sein, während meine Sternseele das keinen einzigen Tag drin aushält. Sie muss immer durch die Städte oder muss reisen. Das ist ein großer Unterschied. Tipps und Tricks für den Alltag. Lasst euch nicht stressen, wenn ihr eine inkarnierte Göttin seid. Akzeptiert, wer ihr seid. Akzeptiert eure Körper. Akzeptiert euch, wie ihr seid. Das ist wirklich wichtig. Ihr habt eine andere Mission und die ist wichtig. Was lässt Göttin ihrer Liebe leuchten? Liebe um sie herum. Liebevolle Partner, Partnerinnen, die Seelenfamilie, schöne gemeinsame Stunden. Göttinnen lieben das, in der Ruhe zu sein, sich zurückzuziehen, zu meditieren, schöne Musik zu hören. Und sie lieben natürlich nochmals andere Seelen, die Liebe, das Liebe machen, die Romantik, die heilige Sexualität, was ihre große Stärke ist. Es gibt bei den Göttinnen auch Abstufungen. Es gibt auch Göttinnen, die sind für kulinarische Dinge zuständig, um zauberhafte Gerichte und Küchen auf die Erde zu bringen. Und dann gibt es halt die Liebes- und Sexgöttinnen, zu denen meine Göttinseele definitiv gehört. Was begeistern Sie? Ja, das, was ich eben schon erwähnt habe. Sonne, Sommer, Liebe, Licht, Freunde, Familie. Welche Missionen bringen Sie mit? Inkarnierte Göttinnen haben die Mission, wie gesagt, die Weiblichkeit auf die Erde zu bringen. Ein Gefäß der großen Mutter zu sein und die Lieblichkeit, die Weiblichkeit, die wirklich heilen kann, auf der Erde zu verströmen, durch ihr Lächeln, durch ihre Stimme, durch ihre leuchtenden Augen, durch ihre Aktionen. Woran erkennt man eine inkarnierte Göttin, fragt Lena. Ja, liebe Lena, man erkennt Göttin daran, dass sie wirklich verträumter sind, romantischer sind, sie sind sehr zurückhaltend, sie kleiden sich göttinnenhafter, das Make-up ist meistens perfekt, also je nachdem, ob es eine Beauty-Göttin ist, die Haare auch. Und sie engagieren sich auch meistens nicht so in all den Dingen, in denen sich andere Leute so engagieren. Sie sind sehr zurückhaltend und beinahe schon, ja, wie eine Vision erscheinen sie. Wie kann sich die Göttin vor niederen Energien am besten schützen? Ja, indem sie sich von niederen Energien fernhält, indem sie in ihrer Welt bleibt, mit ihren Leuten bleibt und negative, stressige Situationen vermeidet. Zum Beispiel geht meine Göttin nie in die Stadt oder an Hotspots und mischt sich auch nicht so viel unter Leute und will auch gerne eher für sich sein. Bei meiner Sternseele total opposite. Der Wunsch zu helfen ist so stark, sich dabei aufzugeben. Wie kann sie leuchten, ohne selbst zu verbrennen? Danke dir vom Herzen im Voraus. Das ist schwer. Göttinnen müssen wirklich auf sich achten, aber im Allgemeinen tun sie das schon. Also inkarnierte Göttinnen passen schon auf sich auf, muss ich denken. Die sind nicht so in der Selbstaufopferung wie inkarnierte Engel. Das habe ich schon gemerkt. Eine wichtige Frage zur inkarnierten Göttin. Ist es möglich, dass mit der Göttinnenseele die Weiblichkeit in einem noch mehr ausgeprägt wird und die Körpersensibilität und alles liebevolle Sexuelle sich sehr intensivieren und spürbar verstärken kann? Denn ich habe das Gefühl, seit ich meine Göttinnenseele in Australien abgeholt habe, einen komplett Switch gemacht zu haben und alles 20-mal so intensiv spüre wie der Normalmensch, also wie von einem anderen Planeten. Ja, das kann ich bestätigen. In dem Moment, wo die inkarnierte Göttinnenseele sich zu 100% in dir ausbreitet, spürst du dich viel sensibler, sexueller, viel weiblicher und du spürst wirklich die Dinge noch mehr als andere Menschen. Besonders in Liebe und Romantik, in der Schönheit und in der Sinnlichkeit. Göttinnen, inkarnierte Göttinnen sind sehr sinnlich, sehr verträumt. Manchmal wirken sie auch kindlich naiv und das sind sie auch. Deshalb müssen sie stark beschützt werden. Ja, von Starseeds zum Beispiel.
Interessant wäre ein Video über Polyamorie oder auch zu Verhütungsmitteln. Ups, die Frage hat nicht reingehört, aber ich mache nochmal ein Video zu Polyamorie und Verhütungsmitteln, versprochen. Wie sind wir zu Göttern geworden? Ist jeder Mensch ein Gott? Und falls nicht, wieso? Das habe ich am Anfang des Videos beschrieben. Man ist es durch die Seelenanteile. Nicht immer sind Göttinnen zu 100%, wie jetzt in meinem Fall inkarniert. Man kann auch eine Sternseele sein mit Göttinnenanteilen. Man kann auch eine Menschenseele sein mit Göttinnenanteilen. Aber es kommt ja häufiger vor als die 100%ige Göttin, weil die 100%ige Göttin braucht viel mehr Schutz und eine bestimmte Art von Lebensweise. Hallo liebe Laila, kürzlich habe ich erfahren, dass ich einen Göttinanteil habe, auch noch andere, aber sie sind nicht wirklich bei mir, da ich so traumatische Erlebnisse hatte. Einige wurden sogar gefangen gehalten. Mir kommt vor, ich habe sie befreit, aber noch nicht ganz integriert. Weißt du, ob das noch daran liegt, weil ich noch zu viele Traumatisierungen habe? Würde mich sehr freuen, wenn du dieses Thema ansprechen könntest. Danke dir, du Liebe. Ja, ich muss sagen, inkarnierte Göttinnen wurden auf dem Planeten Erde, zum Beispiel in Atlantis, gejagt, in Blood-Sacrifice-Ritualen von der Gegenseite geopfert, ermordet. Ihre Göttinnenanteile wurden von der Gegenseite inhaliert. Das heißt, es gibt auf der Erde viele inkarnierte Dämoninnen, viele inkarnierte Hexen, viele inkarnierte weibliche, dunkle, negative Entitäten und Wesenheiten, die so sein wollten wie die Göttin und die in Atlantis und auch bis heute Göttinnen jagen, entweder astral oder auch physisch, und sie töten. Besonders astral ist es nicht schwer, wenn du dich nicht energetisch schützt. Warum ich das immer sage, schütze dich energetisch, bitte. Jeder, der dir das Gegenteil sagt, ist dir nicht wohlgesonnen und hat keine Ahnung. Jedenfalls wurden inkarnierte Göttinnen auch auf anderen Planeten und auch auf der Erde meistens getötet und bei einem Ritual im Schwarzmagischen, in der Blood Magic, Blutmagie, wurden die Anteile inhaliert. Deshalb haben wir heute so viele merkwürdige Wesen in der Esoterik-Szene, wo man sich erstmal hingezogen fühlt, aber dahinter spürt man, da liegt was Negatives. Die Person sieht aus so wie eine Hexe, wie ein Reptil. Du hast ein komisches Gefühl, aber du fühlst dich auch hingezogen. Dann fühlst du das richtige, geliebtes Wesen. Wir sind auf der Erde. Hier ist alles vermischt und durcheinander. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Göttinnenseelenanteile bei jemand anderen sind, der sie dir geklaut hat, ganz viele Celebrities und Hollywood-Stars haben zum Beispiel negativ geklaute Anteile aus Atlantis, von den Plejaden oder von inkarnierten Engelgöttinnen, weil wer solche Anteile hat, oh mein Gott, dem fliegt alles zu. Und dahinter lauern meistens Satanisten, Reptilians, die dir Böses wollen, weil niemand schaut reptiloide Wesen, wenn sie zu 100% inkarniert sind, an. Deshalb muss jemand davor sein, der dich attractet, der dich anzieht. Und das sind meistens inkarnierte Göttinnen. Das ist eine ganz schlimme Kombination. Diese Anteile müssen befreit werden, müssen zurückgeholt werden, müssen geheilt werden. Es kann auch sein, dass du Fake-Freunde, Fake-Freundinnen hast als inkarnierte Sternenseele und Göttin. Und du spürst, dass in dieser Freundin was Böses ist. Du spürst, dass in dieser Freundin was Negatives ist, was Dunkles ist. Aber du spürst auch das Schöne in ihr. Und wenn das so stark variiert und diese Freundin ist einmal so ganz nett, lieb und du erzählst ihr alles und dann ist sie aber so kalt und böse und sie nutzt dich aus, dann ist es meistens meiner Erfahrung nach, ich habe das in unzähligen Fällen seit Jahrzehnten in den Readings gesehen. Ich kann nicht sehen, wie viele inkarnierte Göttin ich kennengelernt habe, deren Anteile bei Hexen, bei Dämoninnen, bei Reptiloiden gefangen gehalten worden sind. Meistens ist es auch so, dass bei deinen inkarnierten Seelengefährten, bei deinen inkarnierten Dualseelen, dass die hypnotisiert worden sind und schwarzmagisch gefangen gehalten werden von inkarnierten Dämonen, Dämoninnen, Reptiloiden. Und diese Dämonen haben Anteile von dir, damit deine Dualseele an die andere Person gebunden wird. Das ist nochmal ein extra Video wert. Und Göttinnen sind, wenn ihnen das passiert ist, traumatisiert. Deshalb sind die Starseeds auf der Erde, um diese Göttin zu befreien. Sie müssen befreit werden. Ihr Lieben, ich danke euch sehr, dass ihr mir zugehört habt. Wenn du eine inkarnierte Göttin bist, ich grüße dich. Wenn du eine inkarnierte Göttin kennst, grüße sie auch. Wenn du eine Sternseele bist, ein Engel oder auch eine Human Soul, eine Menschenseele, grüße ich dich auch. Schreibt gerne eure Erfahrungen unter das YouTube-Video. Ich denke an euch. Bis dann, eure Laila Santini.
ihr Lieben, hat euch das Video von Leila Santini gefallen, ja? Dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch ihren Kanal kostenlos abonnieren. Und um keine wichtigen Videos mehr zu verpassen, aktiviere die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.